Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen hier mal wieder bei Avanti on Tour. Heute mal aus einem improvisierten Studio hier zu Hause. Es gibt Neuigkeiten zum Dieselskandal bei Fiat Chrysler. Und da möchte ich in diesem Video ein bisschen zu erzählen. Wir haben zwei aktuelle Urteile gegen Fiat Chrysler, beziehungsweise jetzt neu Stellantis nach der Fusion. Und ja, dazu mehr nach einem kurzen Intro. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk und wer sich vielleicht erinnert, ich hatte vor einigen Monaten schon mal ein Video zum Dieselskandal gemacht. Ich verlinke es nochmal hier oben. Da hatte ich die Hintergründe ein bisschen erläutert und bin darauf eingegangen, welche Motoren betroffen sind, wieso der aktuelle Stand der Dinge ist. Ich habe das Video damals beendet mit einem Ausblick auf eine Gerichtsverhandlung, die im Januar 2021 vor dem Landgericht in Freiburg stattfinden sollte. Und da haben wir jetzt auch das erste Urteil. Und wir haben ganz aktuell aus März 2021 ein Urteil des Landgerichts Koblenz, also hier bei uns ganz in der Nähe. Und ja, unterschiedlicher könnten beide Urteile nicht sein. Ich habe versucht, mich mal in beide Urteile reinzulesen und möchte euch die Informationen gerne weitergeben. Zum Ende des Videos möchte ich auch noch ein bisschen auf das Thema eingehen, wie diese ganze Sache ja auch hier bei YouTube genutzt und auch benutzt wird, aber dazu mehr am Ende. Wichtig ist mir noch eins: Ich bin kein Rechtsanwalt. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe zwar gelernt, mit Gesetzbüchern umzugehen, aber für eine wirklich fundierte Rechtsberatung solltet ihr euch natürlich an den Rechtsanwalt eures Vertrauens wenden. Ja, aktuell in den Medien gefeiert wird ein Urteil des Landgerichts hier in Koblenz. Das ist vor einigen Wochen ergangen. Aktenzeichen blende ich hier unten mal ein. Und vielleicht zu dem Hintergrund: In diesem Urteil ging es um einen Rollerteam C4, ich muss hier mal ein bisschen ablesen, 266 TL. Das war ein Fiat Ducato 2,3 Liter mit 150 PS. Und da hat der Kläger, ja, auf Rückgabe des Fahrzeugs geklagt. Er hat im Urteil Recht bekommen. Das heißt, Fiat Chrysler muss dieses Fahrzeug zurücknehmen. Der, ja, ich sag mal, der Nutzer des Fahrzeuges muss sich natürlich für den Zeitraum eine gewisse Nutzungsentschädigung natürlich anrechnen lassen. Das ist gar kein Thema. Aber wie gesagt, das Fahrzeug muss zurückgenommen werden und Fiat Chrysler muss den Kaufbetrag erstatten. Das Urteil suggeriert, ich sage das ganz bewusst, dass hier jemand mit Erfolg geklagt hat. Allerdings, wer sich dann mal näher mit dem Urteil beschäftigt, das ist auch eigentlich auf drei Seiten erledigt, der wird sehen, dass es sich hier um ein sogenanntes Versäumnisurteil handelt. Versäumnisurteil bedeutet im Grunde nach lediglich, dass der Beklagte, also hier in dem Fall Fiat Chrysler, sich nicht geäußert hat zu der Klage. Warum? Ist hier, sage ich mal, jetzt nicht zu hinterfragen. Letztlich hat dann irgendwann der Richter gesagt: Gut, okay, wenn von der Gegenseite nichts kommt, schließe ich mich dem Antrag des Klägers an. Und so liest sich dann auch das Urteil. Das Urteil liest sich eins zu eins wie die eingereichte Klage. Also, ich sage mal so, dass sich ein Kläger darauf beruft, ist natürlich sein Recht. Dass sich ein Beklagter nicht äußert, ist ungewöhnlich. Aber dieses Versäumnisurteil jetzt letztlich da riesig zu feiern, halte ich für, naja, zumindest fragwürdig. Denn wir hatten im Februar das Urteil des Landgerichtes Freiburg. Das geht jetzt in die zweite Instanz vor dem Oberlandesgericht in Karlsruhe. Aber
Wer sich dieses Urteil mal durchguckt, das sind insgesamt, also das, was ich jetzt runtergeladen habe, waren 9 Seiten. Das ist von einer ganz anderen Qualität. Und ja, ohne euch da, sag ich mal, zu weit in die Tiefe zu lotsen, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, hier ging es um ein bisschen mehr Geld. Hier ging es um ein Detlefs Esprit T7150 EB. Der wurde im Jahr 2015 gekauft. Hier im Urteil ist es leider geschwärzt. Hier steht nur drin bei der ... GmbH. Also ich gehe mal davon aus, dass damit die Firma Detlefs gemeint ist, weil Fiat Chrysler firmiert als Aktiengesellschaft. So, auch hier wieder ähnliche Klage wie vor dem Landgericht in Koblenz. Hier halt die Aussage des Klägers, dass er gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, ich gebe das jetzt mal sinngemäß wieder, dass das Fahrzeug mit einer Abschalteinrichtung ausgestattet ist, dann hätte ich vom Kauf Abstand genommen. Dann kommen 2 Seiten Klagevortrag und dann haben wir das Urteil. Und die Kernaussage des Urteils ist, die Klage ist unbegründet. Als erstes, und das ist ganz wichtig, steht hier, und das blende ich euch hier auch mal ein, dass die Klagepartei nicht darlegen konnte, dass ihr gegen die Beklagte aus dem Inverkehrbringen des Motors ein Schadenersatzanspruch zusteht. Finde ich schon mal ganz interessant. Denn, und das ist das ganz Interessante, die Klagepartei konnte eben nicht darlegen, dass es hier einen Vertrag zwischen dem Kläger und der Firma Fiat Chrysler gab. Denn das Fahrzeug habe ich ja nicht bei Fiat gekauft, sondern beim Händler. Und bestenfalls habe ich dann natürlich einen Detlefs gekauft. Ja, und das hatte ich in dem anderen Video schon mal erklärt. Mal gerade selber gucken. Mit unserem Lastrada wurden dem Grunde nach ja 2 Typgenehmigungen mitgegeben. Einmal Fiat Chrysler, also der Ducato, und Lastrada, also der Avanti F. Und letztlich wird aus dem Fiat Ducato im Werk der Lastrada. Also in erster Linie kann hier natürlich die Fiat Chrysler AG nicht angegangen werden. Das sagt das Gericht hier ganz zu Beginn. Das Gericht sagt auch, wer ein Fahrzeug in Verkehr bringt, der braucht zunächst eine Typgenehmigung. Und dazu wird im Grunde nach ein Genehmigungsverfahren in Gang gesetzt an einem Fahrzeug. Und diese Typgenehmigung gilt dann dem Grunde nach für alle Fahrzeuge dieses Typs. Und mit dem Fahrzeug wird dann eine sogenannte Übereinstimmungserklärung ausgeliefert. Das ist das hier. Das ist dieses COC-Dokument. Und dieses COC-Dokument bescheinigt dem Grunde nach nur, dass das ausgelieferte Fahrzeug dem entspricht, was in der Typgenehmigung ja erteilt wurde. Und das sagt das Gericht hier an der Stelle im Urteil auch nochmal, dass die Übereinstimmungsbescheinigung lediglich die Aussage enthält, dass das hergestellte Fahrzeug mit dem genehmigten Typ übereinstimmt. Mehr nicht. So, also auf eine fehlende bzw. unzulässige Typgenehmigung konnte der Kläger hier nicht verweisen. Das nächste, was dann versucht wurde, war ein Garantieanspruch abzuleiten. Und auch hier sagt das Gericht ganz klar, die Klagepartei hat nicht vortragen können, dass sie gegen die Beklagte einen Anspruch auf Garantie hat. So, als nächstes wurde dann die Frage abgeklopft, wie sieht es denn aus, kann unter Umständen dieser Vertrag oder diese Herstellung generell als sittenwidrig bezeichnet werden. Auch da gibt es eine entsprechende Rechtsvorschrift im BGB und auch da hat das Gericht gesagt, sittenwidrig ist es grundsätzlich, wenn ein Motorenhersteller oder ein Fahrzeughersteller aus einer grundsätzlichen strategischen Entscheidung her Motoren mit diesen Abschalteinrichtungen ausstattet. Und das ist das Wichtige jetzt, damit das Kraftfahrtbundesamt zwecks Erlangung der Typgenehmigung bewusst und gewollt getäuscht hat. Dann, nach der geltenden Rechtsprechung, wäre das sittenwidrig. Ja, aber auch den Vorwurf hat das Gericht
nicht gelten lassen, denn es sagt, das Fahrzeug, also hier dieser Fiat Ducato, wurde von einer italienischen Behörde mit einer Typgenehmigung ausgestattet. Und damit fehlt die gewollte und bewusste Täuschung des Kraftfahrtbundesamtes. Also war das Ding dann auch aus. Ich blende euch jetzt hier auch nochmal das ein. Das ist auch ganz, ganz interessant. Da heißt es also, Mitgliedstaaten sind nämlich, wie jetzt hier in dem Fall, an diese Typgenehmigungen gebunden. Das heißt, wenn Italien oder die italienischen Behörden eine Typgenehmigung erstellen, dann darf nicht ein anderes EU-Mitgliedsland noch eine Ergänzung dazu fordern oder eine eigene Typgenehmigung oder eine eigene erweiterte Zulassung oder Betriebsgenehmigung. Auch das darf es hier nicht geben. Also der Vorwurf war dann auch nicht zu halten. Das nächste, was das Gericht gesagt hat, und auch das finde ich hochspannend, es konnte seitens des Klägers auch nicht bewiesen werden oder vorgetragen werden, dass ihm wegen der unzulässigen Abschalteinrichtung in Deutschland die Erteilung einer TÜV-Plakette versagt worden ist oder ihm eine Stilllegung eines solchen Fahrzeuges angedroht oder angeordnet worden ist. Und das ist ja genau das Argument, was durch die Medien ging. Ihm droht die Stilllegung. Hat das Gericht ganz klar gesagt, man konnte das nicht beweisen. Auch konnte der Kläger nicht beweisen, dass es sich eben bei dieser Abschalteinrichtung um eine strategische Entscheidung der Beklagten handelt. Also, dass man hier bewusst und gewollt auch die italienischen Typgenehmigungsbehörden getäuscht hat. Auch das konnte nicht bewiesen werden. Das nächste, und das blende ich euch hier auch nochmal ein, ist, dass man nicht darlegen konnte, dass dem Fahrzeug des Klägers die Entziehung der Typgenehmigung droht. Es konnte auch nicht dargelegt werden, dass man bis zu dieser Verhandlung überhaupt über einen Rückruf gesprochen hat oder über ein Software-Update. Das ist ja genau das, was ich in dem ersten Video gesagt habe. Bevor das nicht kommt, ich sage das jetzt mal platt, haben wir nichts in der Hand. So, also das wurde dann auch verworfen. Und die Streitfrage, die dann letztlich im Raum steht, nämlich ob unter Umständen die italienische Typgenehmigungsbehörde hier irgendwo einen Fehler gemacht hat, das ist eine Sache, das hat das Gericht auch ganz klar gesagt, die hat vor einem deutschen Gericht, ich sage das jetzt auch mal platt, nichts zu suchen. Die kann hier letztlich nicht verhandelt werden. Ja, und ob hier letztendlich dann auch noch EU-Recht gebrochen wird oder wurde, auch das ist jetzt nicht Gegenstand eines deutschen Gerichtes. Ne? Dafür haben wir den Europäischen Gerichtshof, der über solche Dinge dann entscheiden muss. Auch das steht nochmal hier drin. Ja, und hier den Absatz 77, den muss man sich dann dem Grunde nach auf der Zunge zergehen lassen. Ich lese den jetzt mal vor, ich blende ihn euch auch nochmal ein. Eine Haftung der beklagten Partei, also hier Fiat Chrysler, scheidet im vorliegenden Fall aus, schon allein deshalb, da in Bezug auf den Motor des Klägerfahrzeugs die Bewertungen und Einschätzungen der italienischen Typgenehmigungsbehörde maßgeblich sind und der Kläger nicht vortragen konnte, dass die italienischen Behörden im Zusammenhang mit der Erteilung der Typgenehmigung getäuscht worden sind. Ich gebe das jetzt etwas verkürzt wieder, aber das ist eben der Beweis, den man hätte antreten müssen. Und auch das ist nicht erfolgt. Ja, man hat dann noch einige Seiten weiter auch noch das Thema unlauterer Wettbewerb auch noch verworfen. Also das Urteil, wie gesagt, hier hat knapp 10 Seiten und das ist deutlich intensiver und auch inhaltlich substanzieller als dieses Versäumnisurteil des Landgerichts Koblenz. Man muss jetzt letztlich abwarten, was kommt. Ich verweise nochmal auf unser erstes Video zu dem Thema. Ich rate grundsätzlich zu nichts. Das kann ich auch nicht. Ich kann nur sagen, was wir machen. Wir machen zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Und auch der Avanti ist ja verkauft. Ich habe auch mit den Käufern lange über dieses Thema gesprochen. Auch da ganz klar der Rat von mir,
hier erstmal nichts zu machen, weil, wie man in dem Urteil lesen kann, ja, die Beweise dafür vorzutragen, die sind unheimlich schwierig. Ja, zum Schluss noch ein paar persönliche Worte zu dem Thema. Ich hatte nach dem ersten Video, was unheimlich gut angekommen ist bei euch, ja auch so ein bisschen immer wieder die Frage, warum wird dieses Thema denn überhaupt so aufgebauscht? Warum findet man gerade dieses Urteil des Landgerichts Koblenz deutlich mehr in den Medien als das Urteil des Landgerichts Freiburg? Warum wird man bei Facebook, bei Instagram habe ich es weniger gesehen, aber bei Facebook ganz enorm von ja, diversen Anwaltskanzleien auch angegangen? Ja, die Frage ist relativ einfach beantwortet. Es geht letztlich ums Geld. Und nichts ist einfacher, als hier so ein, ja, so ein Fließbandverfahren. Das ist ein Schriftsatz, den kopiere ich immer wieder als Anwalt, setze oben einen neuen Namen und einen neuen Betreff rein, ändere die Fahrgestellnummer und den Typ und dann ist das gut. Das kann die Rechtsanwaltsgehilfin machen. Also das ist kein großer Aufwand. Auch hier bei YouTube wird das Thema, wie ich finde, teilweise doch sehr ja, kritikwürdig angegangen. Wir selbst hier bei Avantia on Tour haben einige Wochen, nachdem wir unser Video online gestellt hatten, auch eine Anfrage bekommen von einer ja, Rechtsberatungsfirma, die uns gefragt hat, ob wir ein Video zu dem Thema machen wollen. Ja, also schlecht recherchiert, muss man schon sagen, weil wir hatten schon ein Video dazu gemacht. Da geht es aber dem Grunde nach immer nur um eins, uns Provision zu zahlen, wenn letztlich dann eine Mandantschaft zustande kommt. Und da sage ich ganz ehrlich, Leute, dafür gebe ich unseren Namen nicht her. Ja, wenn das andere machen wollen, ich nenne sie jetzt mal beispielsweise Rechtecheck oder andere, und da gibt es eine ganze Menge, bitte, deren Sache. Aber wir berichten hier im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber ich möchte im Hintergrund keine Werbung für irgendeine Anwaltskanzlei machen, um dann Provisionen zu kassieren. Ja. Also, von daher, das soll es erstmal von hier gewesen sein. Wenn Fragen sind, so gut ich sie beantworten kann, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten, ja, Gelassenheit hilft, glaube ich, im Moment. Und für eine ausführliche Rechtsberatung, klar, wendet euch da an euren Anwalt. Jo, das war jetzt mal so die erste Aufnahme hier oben aus dem Studio. Ich denke, hier werden noch einige Videos mehr kommen. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.